Glas ist fast leer. Das müssen wir sofort ändern. Backe Kekse und zwar glutenfrei und mit leckeren und gesunden Gewürzen. Als ich mal angefangen habe, diese Kekse auszuprobieren und zu experimentieren, habe ich nicht gewusst, dass ich sie ab jetzt immer machen muss, weil alle danach mit den Hufen scharren. Das wird euch auch so gehen. Also ich will mal sagen, was wir alles brauchen für unsere Kekse. Wir haben hier ein bisschen Pflanzenmilch, da nehme ich ja immer unsere Hafermilch. Wer möchte ein bisschen Schokolade, ich zeige euch nachher verschiedene Varianten. Da habe ich natürlich pflanzliche, also vegane Schokolade geholt. Dann habe ich Erdnussmus, einen halben Teelöffel vom Backpulver, ein bisschen Sesam vielleicht zum Garnieren, Kokosblütenzucker, über den werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen. 2 Esslöffel Kokosöl, ich habe hier noch Pistazien, ein bisschen Kardamom, auch noch im echten, das zeige ich euch dann. Und ja, Kichererbsen, eine Prise Salz, das ist alles. Und wer möchte, wer die Schokokekse, also wer die Kekse als Schokokekse machen möchte, der kann dann auch noch ein bisschen Kakaopulver reinmachen, aber das muss nicht sein. Wir legen los. Ich mache ganz kurz mein Kokosfett flüssig. Ich habe ein Glas Kichererbsen genommen und das habe ich gut abgespült und auch abtropfen lassen. So, dann sind die Kichererbsen jetzt also nicht mehr zu nass. Und alles kommt jetzt schon mal hier nach und nach ganz einfach. Es ist nämlich sehr, sehr simpel, die Olala und Solala Keksfabrik in meine Küchenmaschine. Kokosblütenzucker ist ein wahnsinnig tolles Süßungsmittel. Also zum einen hat er einen Glücksindex von 35. Das ist ja der glykämische Index, der uns verrät, wie schnell ein Lebensmittel, das wir zu uns genommen haben, in unser Blut gerät. Und der lässt sich Zeit. Er hat zudem ein Enzym, das uns dabei hilft, dass es ganz langsam in unser Blut gelangt. Und dadurch sind wir auch ziemlich lange wohlig, ausgeglichen, satt. Also ein tolles, tolles Süßungsmittel und es hat noch ganz viele Antioxidantien, ganz wichtig. Dann habe ich jetzt hier eine Erdnussmuspaste genommen. Da könntet ihr aber auch, die habe ich euch auch neulich mal vorgestellt, Erdmandel nehmen, wenn ihr eine Nussallergie habt. Dann könntet ihr also eure Kekse auch so machen, dass Allergiker damit gut zurechtkommen. Dann bräuchtet ihr allerdings ein bisschen weniger Zucker. Denn der Erdmandelmus ist ja süßer als der Erdnussmus. Und die Erdmandel habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Das ist ja weder eine Mandel noch eine Nuss. Aber wie auch immer, wir machen weiter. Ein bisschen Backpulver. Das ist ein halber Teelöffel, der kommt dazu. Ein bisschen Salz. Ich nehme immer Steinsalz. Das bringt die anderen Geschmäcker alle noch wunderbar nach vorne. Ja, und dann kommt noch ein bisschen Pflanzenmilch dazu. Da habe ich die Hafermilch genommen. Und jetzt rühre ich ganz kurz schon mal ein bisschen. So, dann gebe ich jetzt noch unser mittlerweile geschmolzenes Kokosöl mit dazu. Ein bisschen von einer Vanilleschote. Dann nehme ich aber auch nur eine kleine Spur. Weil eine echte Vanilleschote hat natürlich ein ganz anderes und viel kräftigeres Aroma als Vanillinzucker. Bitte niemals verwechseln, Vanillinzucker hat nichts mit Vanille zu tun. So, das kommt damit rein. Weiter wird gerührt. Schauen. Schon sehr, sehr lecker. Ich zeige es euch zwischendrin jetzt einfach mal. So sieht er jetzt aus, unser Keksteig. Wir können die Kekse jetzt mit dieser Farbe so backen und fertig machen. Oder ihr könntet jetzt noch ein bisschen Schokoladenpulver mit dazugeben. Das habe ich zum Beispiel bei diesen Keksen gemacht. Also da habe ich jetzt einfach noch 2 Teelöffel von dem Kakaopulver dazugegeben und dann werden die halt so dunkel. Aber wir machen die jetzt vielleicht einfach mal so in dieser Farbe.
Gut. Jetzt können wir hier, wenn wir möchten, dass wir Schokolade im Teig mit darunter haben, könnt ihr jetzt hier schon ein bisschen Schokolade mit in den Teig dazugeben. Das ist im Prinzip alles. Da machen wir jetzt ein bisschen rein. Aber nicht zu viel, weil ich nehme das eher zum Garnieren. Also es muss nicht rein, aber ihr könnt natürlich auch so richtige Chocolate Chips Cookies machen. Das riecht köstlich, das sieht toll aus. Und es wird ein gesunder Keks. Ja, das können wir so selbstbewusst sagen. Ja, und jetzt habe ich hier auf meinem Backblech, meinen Ofen habe ich vorgeheizt auf 175 Grad. Und auf meinem Backblech habe ich jetzt hier wieder meine Silikonlage. Mit der backe ich ja immer und schon sehr viele Jahre. Und jetzt kleckse ich mir hier meine Kekse drauf. Dann verstreiche ich die ein bisschen, je nachdem, wie groß und in welcher Form ich die haben will. So, und jetzt können wir ja ganz unterschiedliche Kekse machen. Ich mache das jetzt Step by Step. Das ist also jetzt hier der Grundteig, damit ihr den dann auch ausprobieren könnt. Und so könnt ihr ja ganz unterschiedliche Kekse backen. Das finde ich ja eben auch so toll, dass man das machen kann. Und jetzt würde ich ganz gerne noch hier in den Teig ein bisschen Kardamom mit dazugeben. Kardamom ist ja eigentlich ein Gewürz aus Tausend und einer Nacht. Aber ich bin ganz verliebt gerade in dieses Gewürz. Es gibt der Sache natürlich einen ganz speziellen Flair und es ist so wahnsinnig gesund. Also es hat wahnsinnig viele tolle Stoffe für uns, die uns wärmen lassen. Und es arbeitet sofort von uns, für uns. Wenn wir es von innen aufnehmen, dann arbeitet es wirklich von innen nach außen. Uns wird wohlig warm und es geht uns einfach gut. Gebe ich hier, damit ihr das seht, nochmal ein bisschen von meinem Kakaopulver dazu. So, und jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen andere Farbe. Je nachdem, wie viel Kakaopulver ihr dazu machen möchtet, umso dunkler werden die Kekse dann eventuell. Wenn es überhaupt Kekse werden und ihr nicht vorher schon den ganzen Teig einfach aufesst, der auch so wahnsinnig lecker ist. So sehen sie erstmal aus, unsere wunderbaren Kekse. Jetzt bereite ich ein paar Pistazien vor und mache die ein bisschen kleiner. Mit der Schokolade habe ich das Gleiche schon gemacht. Und jetzt garniere ich unsere Kekse damit. Also hier, das wird ein Pistazienkeks. So. Und das wird ein weißer Schokoladenkeks. So. Und das wird ein Sesamkeks. Das auch. So garniere ich die jetzt einfach fertig. Und dann habe ich hier noch Kardamom als Kapseln. Da mache ich jetzt auch noch einen mit. So. Gut. So sieht es aus. Unser wunderschönes Keksblech. Mit viel Abwechslung, verschiedenen Farben, verschiedenen Gewürzen und nachher natürlich auch verschiedenen Geschmäckern. Und jetzt geht's ab in den Ofen und zwar so für 25 Minuten in etwa. So, und jetzt noch, während unsere Kekse im Ofen sind, schnell ein Wort zum Kardamom. Ich habe ja gesagt, es hört sich an wie ein Gewürz aus Tausend und einer Nacht. Aber wir sollten es viel mehr bei uns auch kultivieren.
Denn zum Beispiel in der ayurvedischen oder auch in der chinesischen Medizin wird Kardamom sehr, sehr oft eingesetzt. Es ist nämlich entkrampfend, es ist schleimlösend, es ist verdauungsfördernd, es kann Spannungskopfschmerzen abbauen, ja, und es ist eben auch sehr, sehr entspannend. Außerdem hat es antibakterielle, antivirale und antifungizide Wirkungen. Deshalb, ich habe hier mal für euch Kardamompulver. Dann habe ich hier kleine Kapseln und die Frucht. Und was ich ab und zu mache, ist, ich nehme mir einen Mörser und dann zerstampfe ich mir zum Beispiel hier diese kleine Frucht. Und da seht ihr dann auch, sind dann diese kleinen schwarzen Kapseln drin, die ich hier schon habe. Und wenn ich jetzt noch eins weitergehe, dann nehme ich diese Kapseln und mörser mir die auch. So habe ich die dann letztendlich auch ganz, ganz frisch, so dass eben ganz viele von den ätherischen Ölen und Inhaltsstoffen noch nicht kaputt sind. Dann mörser ich mir die noch mal so ein bisschen. Und seht ihr, dann wird das auch ein bisschen weiß, also weil man die auch wirklich aufbricht. Und dann nehme ich das einfach, ganz wenig davon, man braucht nicht viel, mache mir das in einen Teesieb und gieße mir einen ganz bekömmlichen Tee davon auf. Das ist so wärmend von innen für alle, die kalte Füße, kalte Hände haben, für alle, die sich irgendwie ein bisschen unwohl fühlen oder nicht in der richtigen Stimmung sind, für was auch immer. Probiert das mal. Es ist wirklich sehr bekömmlich. Es ist sehr, sehr lecker. So, und jetzt würde ich denken, es ist Zeit für meine feuerfesten Quietschhandschuhe. Ich schaue mal nach unseren Keksen. So, und da sind sie auch schon. Wir schauen einmal kurz nach, ob sie schon genug im Ofen waren. Ja, ich glaube ja. Es sind jetzt keine Kekse, die so zerbröckeln wie Fertigkekse, die ja nur mit billigem Fett und viel Getreide und Mehl gemacht sind. Es sind Kekse, die noch sehr saftig sind und die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen, damit sie richtig so eine geschmeidige Konsistenz zwischen Keks und Brownie, zwischen Torte und dem besten Keks der Welt werden. Was soll ich schon weiter sagen? Mir fällt nichts ein. Also, jetzt lassen wir sie noch ganz kurz abkühlen, dann nehme ich sie vom Blech und dann beißen wir gemeinsam in den Keks. So, Freunde, es ist soweit, Kekszeit. Wunderbar sind sie geworden und ihr seht auch, das löst sich hier alles wunderbar von unserem Blech ab. Ein bisschen können sie noch auskühlen, ein bisschen können sie noch stehen bleiben. Halten tun sie sich eine ganze Weile. Ich mache sie halt ins Keksglas, aber ihr werdet sehen, dass sie zwar nicht schlecht werden, aber das aus verschiedenen Gründen, weil sie dazu keine Möglichkeit haben. Das will ich auch noch mal kurz dazu sagen. Industriell gefertigte Kekse mögen sie so viel handmade gemacht aussehen, wie es auch nur geht, haben meistens ranziges Fett dabei. Deshalb, Leute, hier habt ihr einen vernünftigen Keks mit tollen Gewürzen, mit tollen Inhalts- und Ballaststoffen, glutenfrei, wie gesagt, gut verträglich für alle. Die Leute, die eine Nussallergie haben, nehmen keine Erdnusspaste, sondern nehmen dann die Erdmandelpaste. Und dann habt ihr ein tolles, volles Cookieglas. Ich sag's euch, ihr habt sehr, sehr glückliche Freunde, Familie, Männer und Kinder. Und ihr selber seid auch glücklich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr diese Kekse nachbackt. Schickt mir gerne Fotos über Instagram und über Facebook. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Inhaltsstoffen, zu nährreichen Inhaltsstoffen, so wollte ich es sagen, dann wisst ihr ja, könnt ihr das immer nachlesen in meinen Magazinen Olala und Solala, Clean Food oder Basenfasten oder auch Detox. Und wer es noch nicht weiß, und das sage ich natürlich immer wieder gerne, es gibt auch ein Kann ich selbst, mache ich selbst Buch von mir mit 80 Zero Waste Rezepten. Und da geht es einfach darum, dass wir ein bisschen umdenken. Wisst ihr, es sind so Kleinigkeiten, kein Backpapier zu benutzen. Zum Beispiel hier diese Silikonauflage. Die habe ich jetzt schon so lange und die ist so prima, die kann man immer wieder abwaschen und man macht einfach keinen Müll. Also, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir verzichten dabei aber auf nichts, sondern wir haben noch viel mehr tolle Sachen, als wir vorher hatten. Und darüber freue ich mich auch so. Danke euch und bis bald, eure Andrea. Tschüss und habt eine gute Cookie-Zeit. Kekse! Hm.
Damit gehe ich euch gerne auf den Keks.